Wieso ich Sänger geworden bin, ist eine gute Frage. Ich bin eigentlich am Stehplatz aufgewachsen. Ich bin in meiner Jugend fast jeden Tag hier in der Staatsoper am Stehplatz gewesen. Ich war Galeriestehplatzler, also nicht mal der Stehplatzer, Galeriestehplatzler. Und habe eigentlich immer meine Helden auf der Bühne bewundert und bejubelt. Und das war immer in meinem Herzen, Sänger zu werden. Ich hätte es mir am Anfang nicht zugetraut, dass ich auch einmal diesen Schritt schaffe. Aber man merkt, wenn man einen Traum hat, an dem man hart arbeitet, dann schafft man es doch irgendwann einmal. Und ich habe Glück gehabt und bin jetzt eben Solist in der Staatsoper geworden. Naja, also wir Sänger haben einen wirklich straff durchstrukturierten Arbeitstag. Also es ist nicht so, dass wir bis Mittag schlafen und dann am Nachmittag shoppen gehen und am Abend vielleicht dreimal im Monat was singen, sondern wir haben wirklich jeden Tag vormittags Chorrepetitionen. Also da studieren wir die Partie ein, die Rollen ein, in 5 verschiedenen Sprachen von den verschiedensten Komponisten der ganzen Opernliteratur. Dann am Nachmittag muss man sich ein bisschen ausruhen, das zu Hause noch einmal memorieren. Am Abend geht es weiter mit szenischen Proben auf den Probenbühnen oder auf der Bühne. Dann teilweise sogar noch am selben Tag eine Vorstellung. Also wir haben wirklich fast einen 12-Stunden-Tag, wenn man das durchrechnet. Jetzt nicht jeden Tag, aber es ist ein wahnsinniges Arbeitspensum. Wir haben ja auch das größte Ensemble, den größten Repertoirebetrieb der Welt. Das ist viel Arbeit, aber es ist auch eine Herausforderung, das täglich zu stemmen und das beste Ergebnis rauszubringen. Ja, das Rollenrepertoire, das ist ziemlich gewachsen in den letzten Jahren. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt gar nicht gezählt, aber von der kleinsten Rolle des Brühlmann, Klopstock, mit der ich übrigens meinen Solistenvertrag ersungen habe. Also man soll nie die kleinen oder kurzen Rollen außer Acht lassen. Die sind wichtiger, als man glaubt. Ich weiß nicht, also 50, 60 Rollen auf jeden Fall. Wenn man wirklich von der Kinderoper bis zur größten Wagner-Rolle alles durchzählt, dann komme ich schon mindestens auf dieses Rollenrepertoire. Ich muss die Pläne optimieren, unsere Stadt muss expandieren. Papa, kannst du uns nicht trägen? Heute darf mich niemand stören, wir brauchen Shopping-Malls, Wolkenkratzer, Business-Halls. Eine Fernsehanstalt mit künstlichem Deich, sind wir Erdboden mit Bereich, eine Autofabrik für Mercedes-Benz, ein Stadion für große Events, einen Indoor-Spielplatz für Regentage, Luxus-Space in bester Lage, Thermalbad mit Solarium, Museum mit Aquarium, Hafenland mit Underground, Zentralbahnhof mit Lastenfahrt. Macht auch großen Spaß, weil das, man taucht immer in eine ganz andere Welt ein, in eine ganz andere Geschichte ein. Und man lebt immer dieses Rollenleben durch. Und man lebt eigentlich quasi viele Leben. Ja, was mir am meisten Spaß in diesem Beruf macht, ist die Diversität, diese großartige Abwechslung. Was erwartet mich an jedem Arbeitstag? Neue Kollegen, die Arbeit mit den Kollegen, verschiedenste Dirigenten, verschiedenste Regisseure. Das ist spannend. Auch teilweise sehr herausfordernd. Wie geht man mit den verschiedensten Situationen um? Aber was mir am meisten Spaß macht, ist wahrscheinlich schon der Adrenalinkick vor einer Vorstellung. Also das ist schon etwas Besonderes. Ich bin jetzt nicht großartig nervös, weil ich habe das gelernt, ich habe das studiert, ich habe das gut geprobt. Also ich gehe mit großer Zuversicht auf die Bühne. Aber es ist trotzdem immer so dieser Kick und dieser Adrenalinschub, den man auch braucht für die Stimme, für die Nerven. Ich kann damit gut umgehen und deswegen macht es mir Spaß. Hab ich mein Haupt gewarnt, ich zeig in ihn und vertraut. Namen und mir hab ich die Treue verschwande dir bewahrt. Also ich gehe eigentlich privat selten in Vorstellungen in die Oper, weil ich ehrlich sagen muss, ich bin jeden Tag hier im Haus, ich arbeite fast jeden Tag hier. Da möchte ich in meiner Freizeit und im Privatleben nicht auch noch einmal in die Arbeit gehen.
Aber wenn ich reise und international unterwegs bin oder wenn natürlich ein Kollege ein wichtiges Rollendebüt hat oder ein großer Star, den ich schon mein ganzes Leben lang bewundert und bejubelt habe, wenn der singt, dann gehe ich natürlich schon ins Haus, ich schaue mir das an. Mich interessiert eigentlich immer so, was spielt sich so im Hintergrund ab. Ich weiß natürlich, worauf man ein bisschen schauen muss, wo es ein bisschen vielleicht brenzlig oder heikel ist. Ich schaue wahnsinnig gerne aufs Orchester, auf die einzelnen Orchestergruppen. Also wir sitzen immer Proszeniumslogen und da kann man wunderbar ins Orchester schauen. Das interessiert mich. Ich wollte auch immer Paukist werden. Dieses Zusammenspiel der einzelnen Gruppen. Das, was auf der Bühne passiert, das kenne ich eh. Also auf das achte ich nicht so. Natürlich der Schöngesang, klar. Meine Stimme ist oft schwer einzuschätzen, weil sie so eine Bandbreite hat. Man versucht mich immer so in eine Schublade hineinzustecken. Ist das jetzt ein Bassbariton, wenn ich tiefere Rollen singe? Dann singe ich teilweise auch für Tenor geschriebene Rollen. Dann denken sich alle, unglaublich, was der für eine Höhe hat. Ist das eigentlich ein fauler Tenor? Das ist eben wirklich eine schöne Baritonstimme mit Tiefe und Höhe, wie man sie für verschiedenste Rollen einteilen kann. Ich sage immer, ich bin ein tenoraler Bassbariton mit Sopran- und Mezzo-Oberklängen. Tower!